Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die deutsche Hochschullandschaft aus und natürlich auch auf den Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau. Ganz besonders betroffen sind Studierende und auch prekär beschäftigte Mitarbeitende, also diejenigen mit befristetem Arbeitsvertrag. Und das ist an der Universität Koblenz-Landau die überwältigende Mehrheit der Mitarbeitenden. Ganz stark betroffen unter den Studierenden sind diejenigen, die Kinder haben, aber auch Werkstudierende, die zum Beispiel ihren Nebenjob verloren haben und auch ausländische Studierende, deren Visum ausläuft. Dennoch wird das Sommersemester 2020 stattfinden und das ist auch gut so. Ein normaler Lehrbetrieb ist unter diesen Bedingungen jedoch nicht möglich. Nicht alle Lehrformate lassen sich problemlos online umsetzen. Es wurden auch Prüfungen aus dem Wintersemester 2019 abgesagt. Abschlussarbeiten sind bei einer geschlossenen Bibliothek kaum möglich und die Umstellung auf Online-Lehrformate bedeutet einen erheblichen Mehraufwand für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Professorinnen und Professoren. Für mich als Mitarbeiterin am Mathematischen Institut der Universität Koblenz-Landau bedeutet das, dass ich meine Mathematikvorlesung auf Videos umstellen muss. Und das ist ein erheblicher Aufwand für mich. Ich werde kaum Zeit für Forschung haben im Sommersemester 2020. Daher unterstützen wir als Grüne Koblenz die Initiative Sommersemester 2020 als Nichtsemester. Ein Nichtsemester bedeutet nicht den Ausfall des Semesters, sondern es bedeutet ganz konkret die Verlängerung der Regelstudienzeit für Studierende um ein Semester und entsprechend auch die Anpassung der BAföG-Regelungen. Für ausländische Studierende bedeutet das die Verlängerung ihres Visums um ein Semester. Und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit befristeten Verträgen bedeutet das die Verlängerung um ein Semester. Denn diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen erheblichen Mehraufwand in der Lehre und zu wenig Zeit für Forschung. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Hochdeputatsstellen fordern wir auch eine Reduktion des Lehrdeputats, damit sie Zeit haben, um mit Online-Formaten zu experimentieren. Wir Grüne begrüßen natürlich die unbürokratische Verlängerung der Fristen von Abschlussarbeiten von Seiten der Universität Koblenz-Landau und auch die Bestrebungen der KMK, dass Studierenden kein Nachteil entstehen soll. Dennoch benötigen wir sofortige, konkrete Regelungen, die jetzt umgesetzt werden. Unterstützt alle die Initiative Sommersemester 2020 als Nichtsemester.